Hi, ich bin David Puentes und wir sind heute hier bei Radio Fantasy in Augsburg. Akino stellt mir heute Fragen, denn er trifft die Stars und er hat sich ein paar überlegt. Ich ziehe mal die erste Frage raus, guck mal, was du dir überlegt hast. Wir mischen einfach mal kurz durch. So, erste Frage, die du mir stellen möchtest, ist... Wer ist süßer, Tinky oder ich? Sei ehrlich, es bleibt unter uns, sie wird es nie erfahren. Man muss ja schon sagen, dass du ein sehr, sehr süßer Hund bist, ne? Ja, jetzt werde ich auch noch meine Hand hier geleckt und so. Möchtest ein Leckerli haben, ne? Aber die Tinky kommt bei mir trotzdem auf Platz 1, weil mit der habe ich seit 15 Jahren schon so viel erlebt. Aber du kommst direkt auf Platz 2, wenn das für dich okay ist, ja? Gut. Also, zweite Frage, die du dir rausgesucht hast. Gib mir doch bitte mal ein Leckerli. Aha, gönnt sich auch jemand gern. Kriegst du natürlich noch eins. Guck mal. Schmeckt das denn gut? Sind die Leckerlis toll? Hab ich mir doch gedacht. Super. Also, nächste Frage. Ich bin voll der Langschläfer. Wie sieht's bei dir aus? Wer mich kennt, weiß, ich bin ein Early Bird. Und es würde für dich bedeuten, wenn du mein Hund wärst, dass du um 5 Uhr mit mir Gassi gehen müsstest. Was sagst du dazu? Habe ich mal gedacht. Findest du nicht so cool? Dann schläfst du lieber mit der Mama etwas länger. Ja. So, nächste Frage. Was wäre für dich ein cooler DJ-Name? Das ist eine sehr gute Frage. DJ Arkidoc, oder? Und damit gehst du auf große Welttournee und füllst die Stadien um die Welt, ha? DJ Arkidoc spielt die beste Musik der besten Laune, ja? Who let the dogs out wäre wahrscheinlich dein Intro, oder? So, letzte finale Frage, die hier gestellt wird, die ich gerne für dich beantworte. Wie schaue ich, wenn es mal kein Essen gibt, in Klammer Hundeblick? So, das waren alle Fragen. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, lass dich schön von deinem Frauchen verwöhnen, ja? Schön viel streicheln und bleib schön gesund, ne? Wir sehen uns bald mal wieder. Tschüss.